Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Apartment. In der letzten Folge haben wir seltsame Briefe bekommen. Die Wohnung hat ständig angefangen. Das heißt, die Wohnung hat ständig angefangen. Irgendwer hat angefangen uns zu stalken. Und angeblich hätten wir einen Polizeianruf gemacht. Bloß, wir haben den niemals gemacht. Wir hatten es zwar vor, aber naja. Jetzt wollen wir langsam ins Bett gehen, weil wir sind ziemlich müde und so. Schauen wir mal. Das tut mir sicherlich gut, ein bisschen zu schlafen. Oh, jetzt klopft schon wieder. Was ist das? Ich muss sagen, die Sequenz habe ich schon mal gemacht, weil mir zwischendurch die Aufnahme einfach mal flöten gegangen ist. Warum auch immer. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Ein Zettel. Lösche niemals das Licht. Was? Warum denn nicht? Oh, das ist gruselig, diese Atemgeräusche. Ja, wie in dem Brief schon steht, wir dürfen nicht das Licht löschen, weil wenn wir das tun, das heißt, jetzt müssen wir ins Bett gehen, soweit ich weiß, und dann passiert Folgendes. Das Licht geht aus und jetzt müssen wir uns beeilen, weil wenn es zu dunkel wird, sterben wir. So, nur mal Glück gehabt. Dann würde ich sagen, wir gehen mal ins Bett. Ich lege mich jetzt hin. Ich bin ganz schön fertig. Ja, gute Nacht, Joel. Oder Joel. Schlaf gut. ...20.09.1997. Und irgendwie verkommt unsere Bude immer mehr, habe ich den Eindruck. Mir bin ich gefallen. Endlich zu Hause. Jetzt kann ich mich in Ruhe ins... Warte. Au. ...207. Und es liegt überall Blut. Ach du Scheiße. Will mir nicht gefallen. Hilfe. Okay. Es klopft schon wieder. Aua, mein Kopf. Zusammengebrochen sein. Verdammt! Es klopft schon wieder. Was zum Teufel? Was soll das denn? Liegt wieder ein Zettel, aber da liegt auch noch was. Seht ihr das? Schauen wir uns mal gleich an. Schon wieder so ein Zettel. 4. Als ob ein Countdown auf uns wartet. Du Scheiße. Schauen wir mal. Schon wieder diese Zettel. Da liegt auch ein Brief mit dabei. Die Bücher werden helfen. Okay. Und was ist das? Freitag, 9.04.1991. Gestern haben die Polizisten eine weitere Leiche gefunden. Mein Mann musste daher länger arbeiten. Es soll das 5. Opfer sein. Darlene Myers. Okay. Wir haben noch ein Tagebuch von der guten Darlene. Soweit ich weiß, schauen wir uns das gleich einmal an. Wo haben wir das? Karl Myers? Darlene Myers, genau. Darlene Myers. Der Brief war von dieser Darlene. Aber wer ist das 6. Opfer? Kannte der Mann von Darlene das Opfer? Vielleicht finde ich noch was von anderen Opfern, was noch immer mit mir los ist. Das Geheimnis liegt in diesen Büchern. Ich lese jetzt mal kurz das Tagebuch vor. Darlene Myers Tagebuch, 19.11.1985. Gestern hatte ich Besuch von einer netten Nachbarin. Sie war gerade erst hergezogen und wir unterhielten uns so über dies und das. Als ich den Kaffee aus der Küche holen hörte, hörte ich meinen Mann im Büro mit jemandem sprechen.
Er schien eine sehr vertraute Person gewesen zu sein. Hat er eine Affäre? Das würde er mir doch nicht antun. Okay. Das ist ganz schön creepy. Lesen wir mal gleich Karl Mayers Tagebuch. Oh nee. Oh, what the? Oh nee, es wird wieder dunkel. Ja, wenn das passiert, sterben wir. Was ist das? Ah, das macht mir Angst. Okay. Haben wir denn da noch? Ist der einiger Namen? Okay, das geht jetzt irgendwie nicht weiter. Oder vielleicht finden wir was über Darlene oder so. Nein, doch nicht. Okay. Haben wir denn da noch? Zeitungsartikel. Hier steht noch etwas über das fünfte Opfer, aber nicht wie es heißt. Das fünfte Opfer, wo ein komisches Zeichen eingeritzt auf der Brust gefunden wurde. Moment, ich habe von diesem Fall gehört. Das fing alles vor dem Ersten Weltkrieg an. 1909 wurde doch das erste Opfer solcher Art gefunden. Der Mörder kann unmöglich heute noch diese Leute umgebracht haben. Ein Nachahmungstäter? Auf jeden Fall habe ich von dem fünften Opfer gehört. Aber ich meine, es gab schon ein weiteres Opfer vor ein paar Jahren. Es soll doch 6 Opfer bisher geben. Mir fällt der Name des fünften Opfers nur nicht mehr ein. Wenn ich den Namen höre oder sehe, fällt er mir bestimmt wieder ein. Vielleicht ist in der Liste der Namen vielleicht irgendwas Hilfreiches. Schauen wir mal. Lukas, Lysander. Suleika. So hieß wohl das fünfte Opfer. Jetzt frage ich mich nur, was das für ein Zeichen war, welches die Opfer auf ihrer Brust hatten. Okay. Vielleicht finden wir was in Jeremy Christophs Tagebuch. Nee, noch nicht. Okay. Vielleicht ist in einem der Dämonenbücher etwas drin. Schauen wir mal. Dämonenband 3. Den haben wir noch nicht durchgelesen. Belial. Auch Belial oder Belial. Ist ein Dämon aus der jüdischen Überlieferung. Auch in der volkstümlichen Überlieferung taucht Belial als Name des Teufels auf. Angeblich ist der der gefallene Engel. Geist und Fürst der Finsternis. So war Belial angeblich der Lieblingsdämon des berüchtigten Gilds. Gilde Reis, der im 15. Jahrhundert an die 12 Dutzend Kinder tötete. Besonders häufig wurde Belial im Mittelalter benutzt, wenn der Teufel seine Interessen in juristischer Sache vertrat. So erscheint Belial zum Beispiel vor Gott und fordert, dass die Taten von Jesu untersucht werden. Akephalos, Kopfloser. Okay. Vielleicht da. Azazel. Baal. Okay. Schauen wir mal Band 2 vielleicht. Band 1. Aber ein Zeichen. Wo könnte man noch so ein Zeichen finden? Zeitungsartikel. Vielleicht in den Kündigungsschreiben. Es klappt schon wieder. Joel, sind Sie da? Öffnen Sie die Tür. Ich bin es, Ellen. Joel? Guten Tag, Ellen. Was kann ich für dich tun? Wie geht es Ihnen? Gut, wieso fragen Sie? Was sollte denn mit mir sein? Naja, Sie wohnen seit knapp einem Monat hier. Sie arbeiten den ganzen Tag und abends. Also, naja, die Nachbarn sagen mir, Sie hatten Stimmen in Ihrem Apartment. Daher wollte ich mal nachfragen, wie es Ihnen geht. Stimmen? Das kann gar nicht sein. Ich war die ganze Zeit alleine. Ich hatte keinen Besuch oder sowas. Ich habe einiges zu tun in letzter Zeit. Mein Job macht mich ganz schön zu schaffen. Daher lege ich mich meist sehr früh schlafen. Stimmen? Das kann eigentlich nicht sein. Mir geht es gut. Glauben Sie mir, Ellen.
Aber danke, dass Sie fragen. Okay, ich wollte mich nur vergewissern, dass es Ihnen gut geht. Dann will ich Sie mal nicht länger aufhalten. Ja, ich werde mich auch ins Bett legen. Es ist spät. Ach so, eine Frage. Was wissen Sie über diesen Mörder, der seltsame Zeichen auf die Kappe der Opfer ritzt? Warum wollen Sie das denn wissen? Sie haben sicherlich mitbekommen, dass sich der Mann von meiner Nachbarin erhängt hat. Kurzhand schenkte sie mir die Bücher ihres Mannes. Ich las vorhin ein wenig darin, und in einigen Büchern wird das über diesen Fall beschrieben. Ach, Sie meinen Frau Meyers. Ihr Mann war Polizist. Ich glaube, er war eine Zeit lang beauftragt mit diesem Fall. So, das wusste ich nicht. Danke sehr. Es hatte mich nur interessiert. Sie sollten sich einen Tag frei nehmen. Sie brauchen die Pause, ansonsten werden Sie noch zusammenbrechen. Ja, das werde ich. Machen Sie es gut, Joel. Darlene Meyers Mann war Polizist. Er war in der Zeichenmörderfall integriert. Gleich bin ich mehr dazu. Okay. Creepy. Scheiße! Was zum... Der Fernseher! Warum geht plötzlich der Fernseher an? Oh, ich hab Angst. Oh, ich hab Angst. Warte mal, vielleicht war in dem Kündigungsschreiben was drin. Da war doch etwas. Kündigung, hiermit teile ich Ihnen mit Karl Myers und Jeremy Christoph, dass Sie den Fall mit dem Ripper entnehmen. Wir denken, dass Sie sich in den Fall zu sehr hineinsteigern. Daher sind wir der Meinung, dass die beiden für eine geraume Zeit vom Dienst suspendiert werden. Der Fall wird nun von nun an einen Spezialisten erledigt. Es steht nicht mehr in meiner Macht, etwas für Sie zu tun. Chief Inspector O'Connor. Okay. Ich habe Angst. Was haben wir denn da noch? Kündigungsschreiben? Vielleicht nochmal was in einem Zeitungsartikel? Nee, doch nicht. Was haben wir denn da? Jeremy Christoph vielleicht. Karl Meyers. Vielleicht was ist in dem Mann vom in dem Tagebuch drin. Das ist ein Eintrag von diesem Karl Meyers. Das muss der Mann von Darlene Meyers sein. Aber warum böse? Was meint er damit? Keine Möglichkeit zu beweisen, dass ich unschuldig war. Was soll das wieder bedeuten? Vielleicht hat das was mit dem fünften Opfer zu tun. Immerhin wurde das fünfte Opfer im gleichen Jahr gefunden, wo dieser Tagebucheintrag geschrieben wurde. Außerdem scheint das der letzte Eintrag von Karl Meyers zu sein, nachdem er sich erhängt hat. Alles sehr seltsam. Naja, ich bin müde. Ich werde mal ins Bett gehen. Ist sowieso schon spät. Was machst du? Aber ich werde jetzt erst einmal speichern. Weil ich habe Angst. Ich habe eindeutig Angst. Gedanken ordnen, ja bitte. Wir machen mal Slot 3. Und dann würde ich sagen, ich mache hier erstmal Schluss und erhole mich erstmal von dem Schock mit dem scheiß Fernseher, ey. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Apartment. Ich bin Mahagon LP. Bis zur nächsten Folge. Gute Nacht.